Hallo Leute und willkommen zurück zu Return to Mysterious Island. Da hinten ist irgendwie der Roboter. Den müssen wir auch nochmal platt machen. Und ich habe mein Inventar sortiert. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen hier, dass ich ein unordentliches Inventar hätte. Obwohl mir das eigentlich nicht so wichtig ist. Das habe ich jetzt eigentlich nur deswegen gemacht. Ja, also ich habe ein bisschen die Sachen sortiert. Vielleicht ist das auch ein gar nicht mal so schlechter Tipp, dass ich die mal so ein bisschen umstrukturiert habe. Hier habe ich so holzige Sachen und man sieht es ja irgendwie, habe ich versucht, das so ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, wenn auch nicht unbedingt zwingend logisch, aber immerhin. So, und jetzt würde ich doch ganz gern mal wissen, nicht da so. Ich habe ein verdächtiges Geräusch gehört. Ja, guck mal einer an. Wenn wir jetzt hier das Ding nehmen. Nicht da lang. Das ist zu gefährlich. Ja, nicht da lang. Egal, schießen wir das Ding ab. Ach, da ist ja auch noch einer. Ich kann nicht. Hier, abschießen. Nicht da. Nicht da. Was willst du denn dann? Was soll ich denn dann hin? Ja, hier dein Feuerchen. Gehen wir hier oben lang. Ein Roboter. Er hat mich noch nicht entdeckt. Wir müssen ganz leise sein. Schieß den doch von hier aus einfach ab. Jawohl. Erwischt. Erwischt. Yeah. Wir müssen ganz leise sein. Wo ist der Schlüssel? Da. Das ist das Wichtigste. Tada! So. Kanone wieder weg. Schraubenzieher. Achso, warte. Das müssen wir erstmal nehmen. So. Tada! So, das packen wir wieder rein. Du gehörst erstmal wieder dahin. Du gehörst hierhin zu den anderen komischen Dingern und du kannst da rein. Und damit haben wir den Kristallschlüssel. Ist das nicht super? Ja, reparierter Schlüssel. So, jetzt packen wir mal hier zu diesen Gegenständen. Und dann kann ich auch nochmal hier zurück. Aber ein Ruby haben wir auch noch. Ist das egal oder wie ist das mit dem anderen Ruby? Da, der da hinten. Ist das egal? Ich kann nicht hier. Nee, aber du kannst hier weiter geradeaus gehen. Hier haben wir auch noch das da. Das brauchten wir bis jetzt auch nicht. Hier haben wir die Spinne. Oh, warte, der ist ganz nah. So, jetzt ist er aber auch weg. Erwischt. Oh, so einfach geht das. Der Schlüssel hier irgendwo? Haben wir den jetzt nicht? Gibt es jetzt keine mehr, weil wir schon alles an grün leuchtenden Dingern haben? Ich weiß jetzt nicht, wo der eigentlich hätte gelegen haben müssen. Hier vielleicht eher? Nee? War das Ding da hinten vorher schon? Aber ich glaube, wir finden gar keine mehr. Ne? Ich nehme noch ein bisschen hier von dem Ton mit. Man weiß ja nie. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Und dann ganz zurück. Ich weiß gar nicht, wo das lang geht nochmal. Ich glaube, hier lang. Obwohl. Nee. Ich will jetzt. Ja, dann kann ich ja nur hier runter. So, prima. Jetzt bin ich schon mal an der Wasserstelle wieder. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann können wir aber auch hier jetzt lang. Genau. Hier war ich ja gerade eben schon. Oder? Guck mal, hier ist das doch. Da ist der Schlüssel. Ja, jetzt bin ich wieder an der richtigen Stelle. Okay. Ja, wie viele denn noch von diesen Teilen hier? Voll übertrieben. So, dann haben wir ja noch so einen grün leuchtenden Kristall. Das ist ja schön. Hier auch noch eine Wasserquelle und ich glaube, da ist nichts mehr. Ich will erstmal zurück und zwar will ich zu dieser ja, Rätselbox oder wie auch immer da ist, genau. Da unten. Gehen wir hier runter. Hier. Ne? Genau. Ich habe mich nämlich erkundigt. Und zwar hätte ich jetzt keine Ahnung gehabt, wie ich das lösen kann. Und ja,
Da weiß ich jetzt, wie das geht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt schon weiß, weil ich weiß, dass ich hier jetzt gehangen hätte und das nicht kapiert hätte. Jetzt kapiere ich das aber. Hier oben steht Nautilus 1860 und 1860 hier eingeben ist schon mal gar nicht so falsch. Es geht aber eher darum, dass hier oben Buchstaben sind und die sind immer, werden verschieden angezeigt. Und man muss anhand dieses Wortes hier das abzählen und dadurch dann, also die Wörter, die Buchstaben, die hier stehen, die hier drin in dem Wort finden und die Nummer oder ja, da wo halt der Buchstabe steht in dem Wort, da die Nummer dann eingeben. Also wir suchen jetzt zum Beispiel ein T. Hier ist das T und das ist dann 1, 2, 3, 4. Also geben wir 4 ein. So, dann kommt ein H. Das gibt es nicht und dann macht man, glaube ich, 0. Und dann kann man ein U suchen. Hier ist zweimal ein U. Ich nenne mal die 3. Und vielleicht jetzt das andere U. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das klappt sogar. Super. Ja, ich weiß, es ging jetzt sehr schnell. Und ist nicht von selber gelöst, aber... egal, oder? Egal. So, sonst hätte ich hier ewig gebraucht. Ich habe jetzt noch mehr von diesen Dingern. Was soll ich denn mit diesen ganzen Dingern? So, können die ja eigentlich mal hier rüber. In Sparte 4. So. Da ist der letzte. So, jetzt habe ich die hier alle. Könnte man eigentlich auch nochmal die Schlüssel jetzt auch rüber tun. Dann ist das alles schön beisammen. So. Die sind jetzt da zusammen. Genau, der unterste, der leuchtet auch. Der ist aufgeladen. Ich kann mir vorstellen, dass man die auch aufladen kann, indem man die Dinger hier auch nochmal irgendwie aufdrüselt. Und dann die grünen Dinger halt rausholt. Hier fehlen nämlich noch 3 und hier fehlen auch 3. Das sieht man hier an den Punkten. Das ist jetzt nicht durch Lösung, sondern das ist meine Schlauheit, dass ich das sehe. Und ich weiß nur noch nicht, wie man diese Dinger hier aufkriegt. Diese Schwebedüsen, genau. Die Schwebedüsen muss man bestimmt noch öffnen. Dann kriegt man hier grüne Kristalle und pipapo. So, wir gehen jetzt erstmal hier zurück zu unserem U-Boot. Wir wollen ja alle wissen, was jetzt hier in dem U-Boot ist, ne? Dafür müssen wir da hinten hin. Gehst du da mal rum? Und hier rein. Wunderbar. Zum U-Boot hin. Ja. Und die Frage ist, ob der da oben auch noch so einen Schlüssel verloren hat. Aber ich glaube nicht. Wir hatten ja hier auch mal einen abgeknallt. Aber ich glaube, der Ruby, der... Nee, den gibt's nicht mehr. So, Schlüssel leuchtet. Zack. Yeah! So, was soll ich hier jetzt machen? Muss ich dasselbe jetzt hier wieder tun mit den Zahlen? Nautilus 1860, denn hier stehen jetzt Zahlen, hier stehen jetzt keine Buchstaben mehr. Dann mache ich das dasselbe mit 1860 statt mit, ne? Weil die Zahl kann man besser sehen als das Wort Nautilus. Bestimmt so gedacht. Das heißt, wir suchen eine 1. Oder was? Nee, wir suchen eine 3, genau. Die gibt es aber nicht, also 0. Dann suchen wir eine 0, das ist die vierte Stelle. Dann suchen wir eine 1, das ist die erste Stelle. Und eine 0. Eine 0, das ist die zweite. Das war jetzt aber falsch. Habe ich mich irgendwie vertan? Nochmal das Ganze. 1860. Die 0 ist an vierter Stelle. Die 1 ist an erster Stelle. Die 0 ist wieder an vierter Stelle. Und die 4 gibt es nicht. Warum war das eine denn jetzt richtig und die anderen nicht? Vielleicht muss man sie auch direkt jetzt eingeben und nicht die Stelle suchen. Also so sich jetzt wirklich 2, 1, 0, 1 macht. Huch, die letzte war wieder richtig. Warum?
Oder man macht es andersrum. Man sucht hier jetzt die vierte Stelle und guckt, was das hier ist und gibt dann die Zahl ein. Das könnte ja auch sein. Das heißt, wir suchen hier jetzt eine vierte Stelle, das ist dann die 0. Dann suchen wir gar keine Stelle. Ist doch dann auch 0. Macht das Sinn? Das zweite wäre eine 8 und das erste ist eine 4. Ah, da war sogar wieder was richtig bei, aber check das nicht. 0081. Hm. 1860. Jetzt war die 6 das Richtige. Warum? Jetzt hänge ich hier doch. Siehst du mal, habe ich das erste Rätsel mir lösen lassen und beim zweiten hänge ich jetzt hier doch. Wollte ich eigentlich vermeiden. Also. Eine 7 gibt es ja hier nicht. Oder muss ich das jetzt doch auswendig machen mit dem Nautilus? Glaube ich aber nicht, weil das ist so unscharf. Das ist bestimmt deswegen unscharf, weil es jetzt hier um die Zahlen geht. Die gibt es nicht. Die erste Stelle ist eine 1. Die zweite Stelle ist eine 8. Und die nullte Stelle ist halt eine 0. Dann sind die beiden... nee. War das jetzt immer nur Zufall, oder? Hm. Muss ich hier irgendwas rechnen? Ich hoffe nicht. Sieben. Sieben gibt's nicht. 0 ist 4. 0 ist 4. 3 ist 6. Ist alles falsch. 0046, ja. Die 1 ist an zweiter Stelle. Machen wir es mal so. Aber das geht ja schon wieder nicht. Die 8 auch nicht. Die ist an zweiter Stelle. Die 6 ist an dritter. Und die 0 ist an vierter. Kapiert das nicht? Das ist schon ganz einfach. Mensch, wie habe ich das denn nochmal andersrum gemacht? Oh, jetzt bin ich ganz durcheinander hier. Da stand das Wort Nautilus und dann standen da die Buchstaben. Dann musste man die Buchstaben in dem Wort suchen und das abzählen. Würde hier ergo bedeuten, es wird mir angezeigt und ich soll die Zahl suchen und die Stelle sagen. Also suche ich die 0. Die ist an vierter Stelle. Ich suche die 1. Ist an erster Stelle. Ich suche eine 3, die es nicht gibt. Und ich suche eine 2, die es auch nicht gibt. Aber nicht richtig so. Also so rum ist nicht richtig. Ist bestimmt gar nicht so schwierig. Ich kapier's nur nicht. Menno. Das ändert sich ja hier immer. Ach ja. Ich hoffe, das ist eine 1 und nicht eine 4. Sieht aber aus wie eine 1860. Die 1, die gibt es nicht. Die 8, die gibt es an der vierten Stelle. Die 6, die gibt es nicht. Die 0, die gibt es an zweiter und dritter Stelle. Was macht man dann? Geht auch nicht. Scheiße.
Das war jetzt Quatsch. Ich will auch, dass es falsch ist. Ich habe mich gerade vertan. Ich wollte was anderes machen. An erster Stelle. Die ist nicht vorhanden, aber man kann es ja mal eingeben. Ach, da waren jetzt sogar zwei richtig. Moment. Ich habe die Zahlen einfach nur übernommen. Und zwar habe ich das so gemacht, dass die Zahlen, wenn sie hier nicht vorhanden waren, ich sie ja übertragen habe einfach. Also das wäre hier, da ist gar keine 1 da, also nehme ich die. Eine 8 ist auch nicht da, also schreibe ich sie. Eine 6 gibt es auch nicht. Eine 0 ist an zweiter Stelle. Hä? Dann ist die 8 richtig. Es wurde genau 1:1 übertragen. Ja, aber ich soll doch nicht einfach nur die Zahlen machen. Also das hier, das habe ich jetzt einfach mal ignoriert. Dann wäre eine 1 an erster Stelle. An zweiter Stelle eigentlich. Blöd. Die 8 ist an der zweiten Stelle. Die 0 ist an der vierten Stelle. Die 6, die gibt's nicht, aber ich schreibe sie hin. Die 0. Nee. Die. Bin ich jetzt doof? Wie habe ich das jetzt gemacht? 0 ist denn die. Oh, ich komme durcheinander. Es überfordert mich gerade. Ich komme jetzt so. Ich habe so ein. Gehirnmatsch gerade. Was habe ich denn jetzt gemacht? Die 8, habe ich gesagt, ist an zweiter Stelle, genau. Die 0 ist an vierter. Die 2 habe ich nicht hingeschrieben. Obwohl, die gibt's doch... Ja, keine Ahnung. Also die 4 ist also auch noch richtig. Soll man die einfach nur abschreiben, was hier steht vielleicht? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. 8, 1, 3, 8. Aha. Muss ich das verstehen? Hm. 2027. Das ist die 7, dieselbe, die hier hinten gestanden hat. Jetzt will ich mal wissen, wenn ich hier jetzt 333 und eine 2 mache. Tatsächlich. Funktioniert das der Trick nochmal? 3, 3, 8. Ja, okay. Die letzte Zahl wird hier aus diesem Ding immer übernommen. Warum? Warum auch immer kann ich mich darauf verlassen, dass die letzte Zahl hier übertragen wird. Jetzt muss ich nur noch das System für die anderen rausbekommen. Machen wir es mal anders. Die vierte ist die 0. Die erste ist die 1. Die zweite ist die 8. Und die letzte hiervon ist die 9. Aha. So, pass auf. Nochmal, ich nehme irgendwas. Nehme hiervon und zähle ab von der Zahl hier oben. Das ist dann die 6. Und übernehme diese Zahl, das ist dann auch die 6. Nee, das hat nicht geklappt. Ah. Aber die letzte stimmt auf jeden Fall immer. Immerhin habe ich das jetzt schon mal rausbekommen. Immerhin, ein Fortschritt. Die letzte wird hier übernommen einfach. Vielleicht wird ja dann auch die erste übernommen. Nehmen wir mal die 8. Und hier nehmen wir einfach mal die erste und die erste wäre dann die 1. Und hier die dritte wäre die 6 und die letzte hiervon ist die 2. Nein, das ist falsch. Also das System klappt nicht. Dass ich schon mal so die ersten Zahlen rausbekomme. Die erste und die letzte ist ja auch schon mal gut dann.
Hier ist eine 7. Die gibt es hier ja gar nicht, die siebte Stelle. Und dann schreibe ich einfach mal 7 hin. 1, 1, 1, 2, 8 und 7. Wenn es eine Zahl hier, die angezeigt wird, hier oben gar nicht gibt, also vom Abzählen her, vielleicht muss man da eine 0 dann doch eher hinschreiben. Hier kann man jetzt, hier 0 ist da die vierte Stelle und eigentlich nochmal die vierte Stelle. Die erste Zahl wäre die 1 und die letzte ist die 0, die übernommen wird. Ist aber nicht richtig. Das funktioniert nicht, wie ich mir das denke, obwohl ich, Ach, ich möchte das jetzt rausbekommen. Dann machen wir es nochmal andersrum. Die 1860 übertragen ist die 1 hier und das ist die zweite Stelle. Die 8, die gibt es nicht. Ich schreibe sie einfach mal hin. Die 6 ist hier an vierter Stelle und die letzte Zahl hiervon ist 6. Und wieder geht aber nur die letzte. Menno! Vielleicht muss man die einfach nur durcheinander wirbeln hier. Dass ich hier 411, dass ich hier zum Beispiel 1146 mache. Oder 026. Immerhin klappt es mit dem letzten grün leuchtenden Punkt immer. Ist das blöd. 4111. Ich wette, wenn man es weiß, fasst man sich an den Schädel und das mache ich jetzt mal eben. Ich schaue jetzt mal nach, wie das geht. So, da bin ich wieder und es ist tatsächlich so ein Mathe-Rätsel, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist also echt ganz toll, deswegen bin ich da auch nicht drauf gekommen. Man zählt einfach nur die Sachen zu diesen Zahlen dazu und da ja hier am Ende immer eine 0 steht, ist es halt, hat es deswegen auch immer mit der letzten Zahl geklappt. Und ja, ich habe da halt ganz anders gedacht, aber wir machen das jetzt mal. 0 plus 1 sind 1, 1 plus 8 sind 9, 2 plus 6 sind 8 und 8 plus 0 sind 8. So kann's gehen. Total doof. Und auch total gut gleichzeitig. Jetzt können wir endlich runter. Ach ja. Mensch, Mensch, Mensch. So, wie kommen wir da jetzt durch? Was muss ich hier machen? Kann ich hier überhaupt was machen? Wir haben unseren Schlüssel. Kommen wir irgendwo ran? Können wir unser Äffchen nicht losschicken? Äffchen! Hilf uns mal. Kannst du da nicht irgendwie rüberklettern und uns nochmal aufmachen? Ah! Komm zurück, Jepp! Er könnte zu dem Hebel klettern oder springen, wenn er sich bloß nicht an dem rostigen Metall verletzt. Wie kann ich ihm nur helfen? Ist doch gut, dass der Jepp dahin klettern kann, uns auch aufmachen. Das ist keine schlechte Idee, aber... Gib ihm doch mal den Schlüssel. Oder irgendwas anderes. Kann er damit was anstellen? Ich habe jetzt irgendwie gerade nicht aufgepasst. Sollte der Jepp jetzt irgendwie was machen? Kann er was machen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier eigentlich jetzt weitermachen sollen. Yippie. Yippie, mach doch mal. Soll da irgendwas verzwirbeln? Sollen wir irgendwas verzwirbeln? Der Kette. Yep. Keine Kette.
Weiß nicht, soll da jetzt ein Schlüssel wieder rein? Oder, yep. Oder so eine Schwebedüse. Wie wäre es damit? Dann kann er hier durch die Gegend fliegen. Yippie. Jawohl. Ah. Der Jepp. Der macht's. Finde ich gut. Wieder Sachen zum Einsammeln oder eher nicht? Was? Hier kann ich hin. Dann kann man hier runter. So, da ist der Schalter an. Mal wieder auseinanderbauen hier den Jepp mit seiner Schwebedüse. So. Jepp. Brauchen wir ihn wieder irgendwo? Hm. Irgendwas soll man hier aber machen können. Vielleicht mit der Kette oder so. Oh, jetzt kommt wieder so ein Erdbeben. Sogar hier unten. Ja, ich hab's verstanden. Das nervt ein bisschen. Mit der Kette. Hier irgendwie so rüber. Schwingen. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt hier vorhaben. Was? Hier kannst du irgendwas machen. Oder auch nicht. Ah. Hier können wir auch die Teile irgendwie nehmen oder so. Aber nicht mit Jepp. Mit der Kette diesmal. Vielleicht sind wir auch ganz durch jetzt hier und ich brauche hier gar nicht weiter sein, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Können wir das hier irgendwie zersägen oder so? Wir haben ja nichts. Vielleicht mit unserer Säure? Wir haben doch hier so Säurekram. Kann ich hier was anderes machen? Spitzhacke oder so? Schöne Musik, aber ich weiß gerade gar nicht. Ja, sonst gehen wir wieder nach oben. Vielleicht haben wir irgendwas aktiviert mit dem Schalter. Oder so. Hm. Haben wir oder haben wir nicht was aktiviert? Wir gehen mal zurück. Davon hat. Ja, gehen wir mal hoch. Gucken mal hier, wie die Welt aussieht. Da ist keiner mehr, ne? Keine Bösen mehr. Keine bösen Robos mehr, die uns das Leben schwer machen wollen. Guck mal hier, habe ich das beachtet gehabt, dass hier oben was steht? Wo war denn das jetzt? Hier. In den Stein hat jemand etwas eingemeißelt. Granithaus. Granithaus 1860. Ja. Das war's aber auch. Hier, doof Möwen hier. Nimmt mal meine Würmer. Es wird endlich mal Zeit mit euch, wenn ich einen Kuchen backen kann. Von euren doofen Eiern, die ich nicht krieg mehr von euch. Ihr Schweine. Ja, ich weiß ja nicht. Was ist eigentlich mit unserer Auster? Können wir die damit aufmachen? Ist ja nicht die Auster. Das ist die Auster. Nee, geht natürlich nicht. Wir haben auch kein Messer mehr. Doch, wir hätten noch eins. Pass auf. Wenn wir das jetzt hier auseinanderbauen, dann haben wir wieder eins. Stimmt ja. Na, geht doch. Wenn ich die Austern so aufmache, breche ich bestimmt das Messer ab. Ja, wieso? Du hast die doch jetzt schon aufgemacht. Du hast doch das gerade geschlürft. Immerhin haben wir jetzt wieder ein Messer. Und etwas Treibholz. Das kommt zum Holzkram. Hier, Holzkram. So. Ach ja. Das Messerchen.
Sachen zu den Werkzeugen. Einfach mal so ein bisschen rumeiern hier im Spiel. Das finde ich auch super. Ich glaube, ich muss wieder zum U-Boot runter. Wozu waren wir denn sonst da? Sei denn, man findet jetzt irgendwas, weil wir irgendwie das da unten aktiviert haben, den Schlüssel. Weiß aber nicht. Kann man hier noch irgendwas mit... Biau, biau, biau. Hier ist auch nichts mehr. Nee, ich gehe wieder zum U-Boot. Was soll's? Muss ja hier irgendwas geben. Ich habe hier bestimmt irgendwas übersehen. Vielleicht müssen wir die Tür einfach nur wegkriegen, damit wir hier unten hinkommen können. Ich glaube, sie will da unten hin. Aber wie mache ich das? Wie kriegt man denn so eine Tür weg? Vielleicht einfach sich so irgendwas wieder basteln? So aus so Bambus-mäßig irgendwie? Wir haben so viel Stöckerkram. Vielleicht geht davon ja was. Oder wir müssen uns jetzt diesen Kram zusammenbauen, den wir hier immer anfangs hatten. Aus diesem Gedöns hier. Vielleicht klappt das ja diesmal. Ich habe das ja auch mega übersichtlich jetzt gemacht. Ja, ne, das muss ja klappen. Tut's natürlich nicht. So ein Cheat. Kann ja sein, dass sich hier da irgendwie was... Nee. Diesen ollen Käfig vielleicht mal auseinanderfriemeln. Das geht gar nicht. Tja, ein Kuchen und irgendwas anderes Komisches. Ach, ich will das jetzt wissen. Ich muss jetzt schnell nachgucken, oder nicht? Ach, dann müssen wir es im nächsten Part machen. Und ich wollte doch längst viel weiter gekommen sein. Hier, und da ist ja auch so ein Stück von. Das gehört da hinten hin. Und da ist die Tür im Weg und voll das Geschrodder hier. Vielleicht ja doch unser Äffchen. Äffchen, mach doch mal was. Vielleicht ja diesmal irgendwie was mit dem Bogen. Glaube ich aber auch nicht. Eine Drahtrolle robust. Ich denke halt eher an sowas, so das Ding hier irgendwie so hochstemmen oder so. Hier ist auch was Schweres. Es wollte ja was Schweres gesucht werden. Das vielleicht verbinden. Vielleicht muss ich einfach noch Sachen untereinander verbinden. War leicht und robust. Man kann den Draht an einen Drachen befestigen, so Franklins Experiment nachzustellen. Achso, dafür ist der Draht. Ich soll also einen Drachen bauen. Fertiges Pulver ist ein Grundkraftaufwand. Vielleicht steht ja noch irgendwo was. Wiederaufbau. Feuerstein. Gekrümmte Dorne, Akaziendorne. Können als kurzes, elastisches und sehr robustes Seil verwendet werden. Vielleicht können wir uns damit ja ein Seil bauen. Irgendwie. Was soll das werden? Seil, Astgabel. Ich will mir jetzt aber nicht schon wieder eine Angel bauen, ne? Ihr Nasen. Doch schon wieder eine Angel. Ich sehe das doch schon wieder kommen. Oh, mit voll der entspannten Musik und so. Ich muss jetzt trotzdem Cut machen. Das wird hier viel zu lang und ich komme nicht weiter und bin im schrottigen U-Boot gefangen. Wir sehen uns im nächsten Part von Return to Mysterious Island. Tut mir leid, dass ich hier nicht wirklich vorangekommen bin. Was soll ich machen? Ist ja auch kompliziert hier. Bis dann.